Hier ist wieder der Testmittel von YouTube und heute stelle ich euch mal den Kraftherz 3000 Watt Stromgenerator vor. Und wo es den zu kaufen gibt, das zeige ich euch jetzt erstmal. Den Kraftherz Stromgenerator mit 6,5 PS und 3000 Watt kann man auf Amazon für 199,90 Euro plus 9,90 Euro Versandkosten bestellen. Wer auf der Amazon-Seite noch ein bisschen weiter runter scrollt, findet dann die technischen Daten zu dem Gerät. Die Links zu den Produkten poste ich dann wie immer im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon. Sollten diese mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Und so wird der Stromgenerator geliefert. Und diesen werde ich jetzt mal auspacken. Ja, viel war nicht in der Verpackung gewesen. Einmal der Stromgenerator selber und noch die Bedienungsanleitung. Hier mal ein kurzer Vergleich, der große mit 3000 und der kleine mit 850 Watt. Und das hier ist das Video von dem Kleinstromgenerator mit 850 Watt, den habe ich ja bereits auch schon mal vorgestellt. Bei dem großen war ja nur die Bedienungsanleitung mit dabei gewesen und bei dem kleinen damals gab es zusätzlich zu der Bedienungsanleitung noch so ein bisschen Zubehör hier. Jetzt muss ich mich korrigieren, es gibt auch noch Zubehör. Und zwar ist das ganz da hinten versteckt. Also da. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das rausbekomme. Ja, das Zubehör habe ich rausbekommen, hätte man aber ruhig nicht so weit in das Gerät reinstecken müssen. Das war nämlich ganz schön mühselig, da dran zu kommen. Ja, und die Sachen zeige ich dann gleich nochmal. Ja, und hier sieht man noch die mitgelieferten diversen Stecker und Kabel. Die schauen dann so aus. Das hier ist zum Batterienaufladen. Und hiermit kann man dann noch Schrauben mit festziehen. Was mir bei dem kleinen Stromgenerator besser gefallen hat, war die Bedienungsanleitung. Ja, bei dem großen gibt es erstmal hier so Sicherheitshinweise, ein bisschen bla bla. Und dann noch so Gerätereinigung, Ölwechsel, Luftfilterreinigung, Reinigung des Kraftstoffziebes, Zündkerzen überprüfen und reinigen. Aber irgendwelche bebilderten Anleitungen, wo man was findet, ist jetzt nicht dabei. Nur noch hier irgend so ein Diagramm. Das war bei dem kleineren besser gemacht. Und zwar, hier sieht man dann schön, wo was ist und wie man was ausschaltet, einschaltet oder wechselt. Ja, und das hätte man bei dem großen ruhig auch so machen können. Die Verarbeitung hat mir sehr gut gefallen, sehr stabil und robust das Ganze. Hier hat man so eine Art, ich sag mal, Schutzgitter drumherum. Das kann man dann einmal hier anpacken und da und den Generator dann transportieren. Der ist nämlich sehr, sehr schwer. Ansonsten, ja gut, hier ist mal kurz jetzt ein bisschen der Aufkleber abgegangen, aber stört mich nicht weiter. Ansonsten, Verarbeitung, ja, keine Lackpatzer, scharfen Kanten oder irgendwelche Schrauben, die was rausstehen. Also finde ich schon sehr, sehr gut. Ja, hier hat man zum Beispiel den Tankdeckel. Der wird so aufgeschraubt. Und hier haben wir jetzt ein Sieb. Mal sehen, ob ich das jetzt so einfach mit einer Hand rausbekomme. Ja, ist ein bisschen schwer, aber jetzt geht's. Ja, da kommt Benzin rein. Das hier ist das Sieb. Und hier haben wir dann noch die Anzeige vom Benzin. Und hier gibt es noch so ein paar technische Daten. Und so schaut die Front aus. Dort hätten wir einmal den An- bzw. Ausschalter. Daneben die drei AC230 Steckdosen. Die haben jeweils einen Trennschalter hier und so schauen die Steckdosen dann aus.
Dann hätten wir hier noch den Voltmeter, daneben nochmal einen Trennschalter. Und das hier ist die große AC380-Dose. Zu guter Letzt noch einen DC-Trennschalter. Hier wird das Kabel angeschlossen, um die Batterie zu laden. Und hier unten kann man das Gerät erden. Etwas weiter darunter befindet sich dann noch der Motor. Und hier kann man das Öl nachschauen. Auf der rechten Seite haben wir hier so eine Art Schutzabdeckung und hier kommen die Abgase raus. Auf der linken Seite befindet sich einmal der Luftfilter, der lässt sich ganz einfach öffnen. Dann kann man diesen entnehmen. Darüber haben wir hier den Choke. Das hier ist der Zughebel und hier hätten wir noch den Kraftstoffhahn. Des Weiteren gibt es hier noch so einen Starting-Info-Aufkleber. Ja, auf der Rückseite befindet sich außer dem Schutzgitter nichts. Und so schaut der Stromerzeuger dann von unten aus. Auf dem Gerät selber befinden sich noch jede Menge Info- oder Warnaufkleber. Ja, da wollen wir den mal testen. Ich habe hier mal so ein paar Sachen hingestellt. Hier haben wir einen Reiskocher. Ich meine, der hätte um die 400 Watt. Die Krups müsste auch 400 Watt haben. Wo steht's? Ja, 400 Watt. Dann haben wir hier noch einen Föhn, der hat irgendwo stand 1400 Watt. Wasserkocher. Ja, 1850 bis 2200 Watt, den machen wir gleich auch noch dran. Dann haben wir hier noch einen Toaster, 1400 Watt. Kärcher steht hier hinten, 1800 Watt. Ja, eine Lampe, die hat, keine Ahnung, 36 Watt oder so. Und hier noch 1500 Watt Rasenmäher. Ja, da wollen wir mal ganz normales Benzin reinfüllen. Dass Benzin eingefüllt ist, erkennt man dann an dieser Anzeige. Jetzt wird der Benzinhahn auf On gestellt. Der Choke ganz nach links rüber gedrückt. Das Gerät eingeschaltet. Und jetzt nehmen wir uns den Seilzug.
So, Kraftstoff haben wieder zu. Und jetzt habe ich den euch auch mal gezeigt. Wenn man auf der Rückseite diese vier Schrauben hier löst, kommt man hier später an die Zündkerze. Und die drehen wir jetzt mal raus und dann gibt es noch einen Tipp vom Horst. Da kommt sie. Jetzt haben wir sie draußen. Wenn man die verkantet aufsetzt, den Schlüssel, dann kann leicht dieser Porzellan kaputt brechen und dann ist die Zündkerze kaputt. Also wenn, dann muss sie richtig fest drin sitzen. Jo, jetzt zeig ich mal gerade die Lautstärke. Das sind jetzt gut. Ja, 10 Meter. Gehen wir hier so ein bisschen rüber noch ins Eck. Und dann kommen wir so auf fast 15 Meter. Und ich finde, der ist eigentlich gar nicht mal so laut jetzt. Natürlich ist jetzt noch kein Gerät angeschlossen, also hat er auch noch keine Belastung. Dann geht ja die Lautstärke noch so ein bisschen nach oben. Das war jetzt ein Video über den Kraftherz. Stromgenerator mit 3000 Watt. Mir hat dieser echt gut gefallen. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Der wirkt sehr stabil, hat noch so einen Schutzrahmen drumherum. Die Bedienung ist auch sehr einfach und man kann jede Menge elektrische Geräte an diesem anschließen. Es gibt natürlich noch viele weitere Anschlussmöglichkeiten. Diese Möglichkeiten oder diese Geräte habe ich jetzt aber leider nicht zum Zeigen. Aber ich denke mal, die meistert der auch mit Bravour. Wer Interesse an dem Gerät hat, den Link dazu, den findet ihr im Textfeld unter dem Video. Da klickt ihr dann einfach drauf und werdet weitergeleitet. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Da sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich jetzt abonniert, verpasst ihr kein weiteres tolles Video.